Die Spieler werden ein- und ausgewechselt, und zwar im Angriff. Werden sie auf der Angriffsseite, gehen sie raus aus dem Feld. Und für die Abwehr haben sie auf der anderen Seite. Das ist immer besonders gekennzeichnet. Nach Möglichkeit durch eine andere Farbe. Hat den Vorteil für den Schiedsrichter, dass natürlich den Torhüter erkennt, weil dieser für einen Treffer mehr Punkte bekommt. Trifft ein Feldspieler, gibt es einen Punkt. Trifft ein Torhüter, gibt es zwei Punkte. Oder wird eine Führung bis zum nächsten Treffer. Die Mannschaft, die dann vorne liegt, erhält einen Punkt für den Satz. Beim zweiten Satz dann wird genauso verfahren. Sollte es zum 1:1 kommen. Na, dieser Strafhof. Und erfolgreich. Links außen und Torwart aufpassen. Links außen, Torwart. Ja, die Wechselmodalitäten hier sind etwas anders als in anderen Handballen. Das hilft den Spielern durchaus ein paar Kräfte zu sparen. 10 Minuten wird es nicht so einfach mit dem Anstieg. Torwart, Hannes, Torwart, Hannes, Torwart! Lass ihn, lass ihn! So, eine knappe Minute ist hier noch zu spielen im Satz. Hier auch mit speziellen Bällen. Sie merken aber schon, dass hier auch schon aber da durchaus auch mal Sand am Ball ist, kann das schon etwas schmerzhaft werden.